Niklas Mattei aus Gräfenhainichen hat eine Mission. Der 18-Jährige will so viele Falschparker beim Ordnungsamt anschwärzen wie möglich. Mehr als 4000 Anzeigen gehen laut Bild bereits auf das Konto des Anzeigenhauptmeisters. Dabei macht Niklas offenbar auch vor Promis keinen Halt, wie ein Screenshot zeigt, den Finch auf Instagram veröffentlichte. Mir wurde gesagt, du hast mich angezeigt. Ich bin doch dein Fan, stellte der Abfahrtinterpret den Freizeitordnungshüter zur Rede. Doch der ließ Finch eiskalt abblitzen, ist halt eine Straftat. Diesmal ging es ausnahmsweise nicht ums Falschparken. Finch hatte ein Foto, das der Anzeigenhauptmeister bei einer Kontrolle in Buxtehude, Niedersachsen, geschossen hatte, ohne dessen Genehmigung veröffentlicht. Das ging für den 18-Jährigen natürlich gar nicht. Ein Ass hatte Finch aber noch im Ärmel. Wenn du weiter so böse zu mir bist, gehe ich morgen ins Studio und mach einen Song über dich, mein Freund Chen, drohte der 33-Jährige. Und offenbar war der Ärger des selbsterklärten ostdeutschen Hasselhoffs groß. Denn nur wenige Stunden später veröffentlichte Finch die erste Hörprobe auf seinem Kanal. Der kurze Clip zeigt den Musiker in neongelbem Fahrradhelm und gelber Regenjacke, eine Parodie auf die Arbeitskleidung seines Kontrahenten, im Studio. Über den üblichen Finch-Kirmes-Techno-Beat rappt der Brandenburger, ganz egal, in welcher Stadt, Anzeigen ist das, was er macht, der Anzeigenhauptmeister, macht den Staat immer reicher. Der komplette Diss-Track soll in den nächsten Tagen erscheinen.